haben Generationen von Mädchen begeistert. Und das schon seit über 50 Jahren. Honey und Nanny. Jetzt wurden die Internatsabenteuer der legendären Zwillinge fürs Kino verfilmt. Inklusive frecher Streiche und heimlicher Mitternachtspartys. Hallo und herzlich willkommen. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Honey und Nanny, der Kinofilm Show. Und 1, 2, 3. Das ist Sophia, die spielt die Honey. Das ist Jana und sie spielt die Nanny. Das ist Lisa und sie spielt die Lucy. Erzähl mal ein bisschen was. Hier ist Zoe. Das ist Ricardo, die für die Katrin. Aline, komm mal her. Wunderbar. Eine kurze Werbung. Nani, erstmal ein Kaffee. Christine Hartmann führt Regie. Die Produzenten sind Jürgen Schuster, Ayane Krampe, Hermann Florin und Nico Hoffmann. Und jede Menge Stars sind natürlich auch dabei, so wie Heino Ferch. Hallo, Heino. Hallo. Hast du dich gut vorbereitet für heute? Ich habe mich sehr gut vorbereitet und ich habe ein blaues Handtuch dabei. Mit dabei auch Katharina Thalbach, Anja Kling, Hannelore Elsner und Susanne von Bourjoudy. Ja, herzlich willkommen hier am Set bei Honey und Nanny, dem Kinofilm. Kommt mal mit. Zeige ich euch mal, wie hier gearbeitet wird. Das ist wirklich harte Arbeit. Hier gehen wir jetzt in den Innenhof und hier sieht es wirklich aus ein bisschen wie Hogwarts. Und hier sehen wir auch nochmal, wie so hart gearbeitet wird. Kein Wunder, dass niemand draußen ist. Alle sind drinnen im Schloss und proben mit Regisseurin Christine Hartmann im Speisesaal die erste große Szene des Films. Okay, wir drehen eine. Hannah und Annemarie Salven. Als ich zum ersten Mal von Honey und Nanny gehört habe, dachte ich, super, ich habe Honey und Nanny wirklich geliebt. Das war wirklich meine Kindheit. Ich habe Hörbücher rauf und runter gelesen und dann dachte ich mir, ich muss Honey und Nanny machen. Christine Hartmann wollte so gern Honey und Nanny machen, dass sie auch gleich selber mitspielt, als die Kunstlehrerin. Sullivan. 1, 2. Büro. Was haben wir denn jetzt schon wieder verbrochen? Honey und Nanny ist für mich natürlich eine wirkliche Kindheitserinnerung. Also das ist Bücher lesen unter der Bettdecke mit Taschenlampe lange, lange, stundenlang bis nach Mitternacht, weil man sich einfach in diese Welt so hineingeträumt hat und weil man so mit den Mädchen mitgefiebert hat. Mitternachtspartys feiern, Matratzenrennen machen. Einem Stoff ins Kino zu gehen, was wirklich Hunderttausende oder Millionen von Frauen gelesen haben, sind eher Millionen, über Generationen hinweg ist einfach eine tolle Geschichte. Die größte Herausforderung für die Produzenten war, aus den Hunderten von Mädchen, die sich beworben haben, die richtigen Zwillinge zu finden. Und wir haben ja sehr viele Mädchen im Cast und Jana und Sophia waren einfach vom Spielen her auf den Punkt. Weil sie sind unglaublich sympathische Mädchen, die ganz offen sind und ganz hell sind. Und sie haben so eine Ecke, wo sie auch ganz rotzig und frech und direkt sein können. Sie denkt, ich war gut. Also am Anfang war ich die, die gesagt hat, passt auf, Freunde, ich halte die auseinander. Das ist also, ich habe ja einen Vorsprung. Kaum hatten die Maske und Kostüm an, wusste ich. Also ich habe die permanent verwechselt. Wie sollen wir die beiden jemals auseinanderhalten? Wir möchten einfach so unterschiedlich wie möglich rumlaufen, weil es nervt dann schon immer, wie so ein Zwilling behandelt zu werden. Da sagt dann immer, schau mich mal an. Da sage ich, Jana. Also die Nanny ist eher so ein bisschen ruhiger und auch ein bisschen anhänglicher als die Honey. Wilder und gewalttätiger manchmal. Doch halt, 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 ganz langsam alles der Reihe nach. Die Geschichte beginnt in Berlin und dort ist einiges los, vor allem dank Oliver Pocher. Go
Hani und Nani, ich habe schon beide miteinander verwechselt, habe auch teilweise schon ganz andere als Hani und Nani angesprochen, ist also ein Riesending. Im Film leistet Rüdiger Hack dann auch ganze Arbeit und bezichtigt die Zwillinge, einen Diebstahl begangen zu haben. Zur Strafe fliegen die beiden von ihrer Schule. Ihre geschockten Eltern sehen sich gezwungen zu handeln. Ich denke, wir sollten unsere Mädchen dahin schicken. Ins Internat? Ich selbst war auch im Internat und ich habe Tatsache auch die ersten 3 Wochen nur geweint und gesagt, ich bin zu früh aus dem Haus gegangen und das ist ganz furchtbar, aber dann fand ich es irgendwann ganz, ganz toll. Madame Berthou ist wunderbar. Ich liebe Madame Berthou. Madame Berthou hat ihre eigene Welt. Ist ganz in ihrer eigenen Welt und diese Welt ist schön. Mathematik. Ist ein Rechengenie, wie wunderbar. Ich darf ein Rechengenie spielen, obwohl ich mich in der Schule in meinem Zeichenschrank versteckt habe und der Mathelehrer vorbeikam, weil ich so schlecht in Mathe bin. Ein Sack Saatgut reicht für 30 Quadratmeter und kostet 16,25 Euro. Was kostet dann die Erneuerung unseres Hockeyplatzes? Wenn du das herausgefunden hast, woran ich aufgrund deiner rechnerischen Fähigkeiten zweifle, findet Frau Theobald vielleicht auch das nötige Geld, um den Gärtner zu bezahlen, woran ich ebenfalls zweifle. Mon Dieu, hein? Nein, Madame Berthou, ich habe die sehr, sehr gern. Ich hätte auch gern so eine Lehrerin. Sie liebt es bunt und extrem. Und sie liebt gutes Essen. Deswegen ist sie eine kleine Marzipankugel. Une boisson rivale. Mame bien. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Daily Soap, was läuft im Wohnwagen. Heute mit dabei sind die wunderschönen 4 Mädchen. Die wahren Stars des Films sind natürlich die Kinder. Wenn es toll läuft, dominieren Kinder das Set, das ist so. Du kannst dich eine Energie von Kindern nie entziehen. Es gibt doofe Kinder und es gibt entzückende Kinder. Es gab Filmkinder, die ich nicht ausstehen konnte. Und es gab immer wieder Kinder, die zauberhaft waren. Und das war also hier wirklich der Fall. Die waren wirklich süß, die Mädchen. Wer sind die Besten? Wir! Wer wird heute gewinnen? Lisa! Die Lindenhof-Mädels werden zu einem eingeschworenen Team. Jede hat Stärken und Schwächen, aber keine ist jemals allein. Jenny ist sehr tough und selbstbewusst und sie ist die Chefin vom Hockey-Team und sie traut sich sehr viel und das finde ich gut. Oh, sorry. Wir haben uns alle sehr gern. Sie ist also sehr schüchtern, finde ich, und sehr zurückhaltend auch. Ja, und sie hat eigentlich ein Schicksal hinter sich, weil ihre Eltern gestorben sind. Aua, das piekst. Sie ist halt auch klug. Und manchmal nervt es die anderen sehr, dass sie so weiter oben ist. So mit der Schlauheit und so. Für fast alle Mädchen ist es die erste große Filmrolle. Sie opfern dafür ihre ganzen Ferien. Aber lernen können sie bei dem Dreh mehr als in der Schule. What did you say? Die erwachsenen Kollegen geben ihnen ein Stück ihrer Lebenserfahrung mit. Und Tipps zur Konfliktbewältigung. Du musst ja auch manchmal gemein sein. Fällt es dir schwer? Manchmal schon, weil ich die Zwillinge ja mag. Oder die anderen Leute auch. Du bist gut. Aber... Jetzt zwei? Was ich machen? Ja. Von den Leistungen der Mädels vor der Kamera zeigten sich auch die erfahrenen Schauspielstars beeindruckt. Die wissen genau, wie eine Szene funktioniert. Und sie wissen auch schon ganz genau, wenn sie mal nicht so richtig irgendwie so bei Laune sind, wie sie das kriegen, was sie kriegen, damit sie wieder funktionieren. Also die sind schon sehr, sehr schlau. Schlau waren auch die Produzenten. Sie haben die alte Geschichte ganz modern erzählt. Wir erzählen von modernen Mädels, die in einer Großstadt leben,
die mit all den Sachen, Handys, iPods, Laptops und so weiter umgehen und haben dann einen schönen Trick gefunden, dass das alles hier in Lindenhof nicht stattfindet, indem man einfach sagt, das gehört nicht zu unserem pädagogischen Konzept, das lasst ihr mal alle schön zu Hause, sondern alles, was ihr braucht, habt ihr ja hier. Mein Handy ist geklaut und mein iPod, alles ist weg. Schnell, check deine Sachen an hier. Ich gehe die Direktorin wecken. Und schon haben wir eine Situation, wo wir all diese ganzen Geschichten, diese ständige Klingeln und Daddeln an irgendwelchen Gerätschaften nicht brauchen und die Leute kümmern sich umeinander. Obwohl sie Schuluniformen tragen, hat jedes Kind eigene Interessen, eigene Schwerpunkte, Begabungen und doch gehören sie alle zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich hoffe, dass die Zuschauer, die Kinder und die Erwachsenen, dass sie einfach wieder ein Stück weit eine Illusion erleben, wie Kindheit sein kann und dass einfach Kindheit ein ganz großes Abenteuer ist. I've been keeping to myself for so long, don't get me wrong, but you've cast a magic spell. Nämlich auch ganz wichtig bei Hani und Nani, dass so eine Lebensfreude rüberkommt, dass man einfach sieht, die haben wirklich Spaß. Der Spaß ist garantiert. Schon bei der Weltpremiere kam der Film super an. Und das nicht nur bei den jungen Hani und Nani-Fans. Ab dem 17. Juni rollt der Ball auch im Kino. Und alle können sich freuen auf ein attraktives Alternativprogramm zur Fußball-WM. I'll tell you about a story that you wanna